Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube-Publikum. So, heute haben wir mal die Gelegenheit, euch unser neues Material vorzustellen. Wir haben ja schon ein paar Tage damit gearbeitet. Konnten wir mal einen Praxistest machen. Dazu kommen wir dann gleich. Heute sind wir bei einer Eiche. Und zwar der Kollege hier. Und der. Diese zwei Kollegen, die haben wir vor 3 Jahren im Zuge der Baufeldberäumung hier für dieses Wohngebiet beschnitten und da mussten aufgrund der Feuerwehrzufahrt 2 Starkäste rausgenommen werden. Hatte ich damals ein bisschen Bedenken, weil es ja ein sehr starker Eingriff in den Habitus war. Aber wie wir sehen, nach 3 Jahren hervorragende Überwallung. Wunderbar. Hier könnte man zum Beispiel jetzt noch ein kleines bisschen runterschneiden. Hier scheint er mehr hier überwallen zu wollen. Da kann man immer nacharbeiten. Deswegen ist es wichtig, immer nach 3 bis 5 Jahren solche Bäume nochmal zu begutachten und unter die Fittiche zu nehmen. Stresswachstum und ähnliche Ausfallerscheinungen hat er kaum. Heißt also, er hat die starken Rückschnittmaßnahmen sehr gut überstanden. Was man für beide sagen kann, wobei hier natürlich die Schnittmaßnahmen wesentlich stärker waren. Ja. Dann werden wir uns den Kumpel mal vornehmen und ein bisschen schick machen. Ne, Henny? Genau. So, dann können wir auch nachher gleich mal zum Material kommen. Morgen. Morgen. Der Dad. Zum Thema Material. Für was haben wir uns denn jetzt entschieden? Die gute Berger T3, 470 glaube ich. Ja. Ist natürlich ein bisschen kürzer als die alte und dafür länger im Zusammenschieben, weil es halt nur eine Dreiteilige ist, keine Fünfteilige. Grundsätzlich haben wir uns aber dafür entschieden, weil es halt hier auch wieder ein Klickverschluss ist, nicht wie bei dem alten System Schraubverschluss. Und du kannst gleich einen Big Shot Aufsatz mit drauf machen, was natürlich sehr vorteilhaft ist. Viele Baustellen, wo wir sind, da ist das ganze Material ja hinzuschleppen, weil man mit nichts draufkommt. Und da ist natürlich jedes Teil, was man spart, immer ein gutes Teil. So, den Big Shot Aufsatz haben wir jetzt schon mal probiert. Also der funktioniert echt gut, dadurch, dass man ein bisschen mehr Länge hat. Du könntest ja theoretisch auf 4 Meter ausziehen, ich denke, aber so lange Arme habe ich nicht. Kommt es doch auf die Länge an. Kommt es manchmal doch auf die Länge an, ja, hatten wir schon mal das Thema. Jedenfalls funktioniert das gut, kannst eine super Höhe erreichen damit, wesentlich mehr als mit dem Original der Stänge. Gut, jetzt ist natürlich auch der Gummi noch ein bisschen strammer, da funktioniert es noch ein bisschen besser. Die Treffsicherheit ist besser. Die Treffsicherheit ist auch besser und der Gummi ist strammer. Aber wir reden noch von Bäumen, zum Glück. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Thema, wofür wir das Gerät hauptsächlich einmal erworben haben. Das ist das Sägeblatt. Etwas kürzer als bei der anderen und kein Zughaken dran. Ist jetzt nicht so schlimm. Man kann eigentlich hier auch wirklich mit dem Sägeblatt recht gut ziehen. So, Problem war gestern, wir haben ja hier noch diesen hübschen Zughaken hinten dran mit der Stoßschiene. Ja, die hat es dann gestern schon mal entschärft. Richtig rausgedreht, weggerissen. Okay, wir haben es auch vielleicht ein bisschen übertrieben, kann sein. Sägi musste heute Nacht erstmal wieder Schweißarbeit leisten. Wollen wir mal sehen, ob es jetzt besser hält. Aber grundsätzlich erstmal ganz zufrieden. Handling ist okay, kann man nicht meckern. Sägen sollte so, ist klar, ist neu. Da sollte das Ding auch funktionieren. Ja. Wie es sich weiterhin in der Praxis macht, das wird sich ja dann darstellen. Ich nehme euch heute wieder mit hoch. Dann schauen wir uns das hier uns mal an. So, was ist denn noch neu? Die Seiltasche. Und hier haben wir das Schmuckstück. Das APRO Rope Becket. Ganz praktisch, noch mit 2 Taschen an der Seite. Etliche Möglichkeiten, Karabiner festzumachen. Aber am meisten überzeugt hat mich natürlich, das haben ja auch einige andere Taschen, aber die ist halt auch schön, dass sie selber offen bleibt. Das ist ja für uns mitentscheidend. Schön mit Rückengurt, Tragegurt. Ja. Bisher bin ich sehr zufrieden. Praktisch natürlich, was wir vorhin schon gesagt haben, weil man es besser transportieren kann.
gerade da, wo wir meistens arbeiten, müssen wir es ja hinschleppen. Dafür ist es wirklich gut. Bisher hat sie sich gut bewährt. Kann ja drüben schon mal einer aufsammeln gehen, weil es ja eh das letzte. Alter, wie steht hier noch frische Packung Kuchen? Geht alle durch. Den Kuppel lassen wir mal schön stehen. Hilft bei der Assimilation. Joa, Vater, pass auf, der musst du dir. Na, gerade das leichte Zeug und hier ist Schnitt. Prallt ja hier überall noch ab irgendwo.
totholztechnisch. Ja, muss ich heute aber noch einen Preis kriegen für Zielwerfen, mein Freund. Ja, ich bin ja am überlegen, ob ich für den anderen Spaß nachher direkt da mich einhänge, also komplett die Sicherung wechsle. Ja, da wird ja reduziert, ne? Da kommen noch Sachen raus. Nee, die überlangen Dinger hier. Da nehme ich auf jeden Fall ordentlich was raus. Ja, ist jetzt die Überlegung. Warte mal, ich gucke mal. So, da drüben ist es ja nur Totholz. Nee, ich mache das erstmal. Ich gehe runter jetzt mal auf den Ausleger hier. Mache den ganzen Spaß hier beim Nachbarn fertig. Die ganzen Abnahmen und so was, das machen wir dann separat nochmal. Wo war denn jetzt der, den du vorhin meintest? 1,5 Meter, meinst du den da? Ja, da will ich ja jetzt hin. Da hängt eine drin in dem Ausleger. Okay, dann denke ich mal, sieht es hier schon mal ganz gut aus. Ja, hat schon wieder ein Ding weg, oder was? Der ist wieder krumm. Aber willst du das? Ja, krumm war das dann schon. Der hat ja wieder gerade gemacht, ja. Ach so. Ist mir gar nicht aufgefallen? Nee, nicht wirklich. Ich sehe mehr krumm als gerade. Ja, aber ich denke, ich denke, da haben wir Platz. Ich versuche immer alles krumm, aber das sieht dann meine komischen eine schlimm. Aber jetzt sind die anderen, ja. Ja, wie spät haben wir? Ich denke, ja, kicken wir gleich mal. Am Akku. Machen wir oder nicht? Ich glaube nicht. Wenn da wieder was sein sollte, dann schauen wir ein anderes Ehepaar an. Ja, das ist nicht der Brüller. Putzelkram überm Hausdach. Gibt's denn was Schöneres? Die Abwurffläche da unten ist wirklich gigantisch.
Na, genau in die Richtung gucke ich, genau das ist 100% Winkel, die Dinger stehen voll vor der Sonne. Ich kann ja mal gucken, ich wechsle jetzt den Seilweg wieder darüber, dass ich hier nach unten komme und dann sehe ich es vielleicht ein bisschen besser. Kümmere ich mich jetzt mal hier um die Außenbereiche und dann können wir gleich den einkürzen hier über einer Seite. Hole ich jetzt Seil rüber. Einem anständigen Tag Eichenpflege können wir ja mal ein bisschen was zu unserem neuen Werkzeug sagen. Also mit der Tasche bin ich sehr zufrieden. Die packt sich gut, wa? Passt alles rein. Ja. Kannst du schön auf der Schulter nehmen, wunderbar. Hast du ja der Helm drin. Ja, da hast du ja noch der Helm mit drin. Heißt, ich habe jetzt eigentlich alles drin, was ich einmal für einen Aufstieg brauche. Die Stangensäge Plus und Minus. Also Plus ist der Verschluss. Den finde ich wirklich richtig gut. Der Verschluss war, das System ist geil. Das haut hin, haben sich vertütet einfallen lassen. Muss man wirklich sagen, ist sehr zufriedenstellend. Der Big Shot Aufsatz, auch eine tolle Sache. Was jetzt nicht so schön ist, das ist die Säge selbst, das Sägeblatt. Das ist anscheinend ein bisschen labil. Also das ist jetzt schon einmal gebrochen und zweimal verbogen innerhalb von einem Arbeitstag. Also da gibt es was zu überarbeiten, da können wir wieder ein bisschen fummeln. Aber alle Tüte kommt ja nie zusammen. Wa? So ist es. So ist es. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Bye bye. Adios. Dein ist halt der erste, der Kunde da. Der hofft ja, dass der nochmal was wird. Ja. Lass ihn doch hoffen. Aber wenn sie so stark, so eine Stämme zurückgeschnitten haben, da kommt nicht mehr. Der ganze Saft läuft ja weg.